Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die Wii U. Weiter geht's hier mit Norfair. Einer der gefährlichsten und kranksten Stages im Smash-Universum überhaupt. Norfair. Stage Hazards en masse. Gefahr, die eigentlich immer da ist. Einfach nur eine gefährliche Stage. Machen wir es mal. Norfair. Absolut nicht competitive tauglich. So sieht das erstmal ganz gut aus. Ich glaube, im 8. Smash ist auch diese Stage, so wie wir sie jetzt hier sehen, erlaubt. Wäre eine mega geile Stage für Diddy Kong. Ohne Witz. Wir haben hier durchschliffbare Plattform. Nehme ich hier einmal zwei. Hier ist eine kleine, eine winzig kleine Basisplattform. Und hier wieder zwei durchschliffbare. Hier. Einfach durch. Und manchmal steigt die Lava. Stage Hazard. Wenn Lava steigt, kann man nicht nach unten rausfliegen. Die Lava, wenn sie einen trifft, macht Schaden, wer hätte es gedacht. Ja, manchmal kommt die Lava auch von der Seite. Wie das möglich ist, ist mir ein Rätsel, aber es ist halt die Nintendo-Logik. Jedenfalls Stage Hazard und man kann nicht zur Seite da rausfliegen, wo dann die Lava kommt. Ist klar, ich weiß, Freunde, ich möchte es trotzdem alles sagen. Manchmal steigt die Lava so hoch, dass nur die obersten zwei Plattformen nicht von Lava bedeckt werden. Es gab ja auch mal Brainstar in Smash 64 und in allen anderen Smash-Spielen. Oh Gott, ey, das war so schlecht, ey. Da habt ihr auch was Schönes gesehen, nicht? Eine random Fontäne oder Dampf. Was das auch mal sein soll. Dampfwolke, ich weiß es nicht. Heißer Dampf. Aber Schönste haben wir noch nicht gesehen, Freunde. Beziehungsweise das Krasseste. Es kann auch passieren, dass die gesamte Stage von Lava bedeckt wird. Glaubt's oder glaubt's nicht? Und dann haben wir's. Man muss hier die Wand aufschlagen. Wenn man es nicht schnell genug macht, dann passiert was ganz Böses. Ihr habt's gesehen, ne? Ja. Da kann man sich halt drinnen schützen. Ja. Wie gesagt, vom Grundgerüst her wäre es eine Competitive Stage. Aber nur Counterpick. Ja, aber durch die ganzen Stage-Hazards und durch die Einschränkungen, die dadurch entstehen, ist sie natürlich überhaupt nicht competitive tauglich. Eine der schlechtesten Competitive Stages überhaupt. Also wäre sie, wenn alle Stages erlaubt wären. Es gab mal ein Turnier in den USA oder mal eine Umfrage. Da war diese Stage ganz weit unten. Ich glaube, direkt hinter Orbital Assault oder wie es heißt. Orbital Gate, ich weiß nicht genau, wie der Name jetzt ist. Die sind nicht noch ein Stück kranker. Ja, was geht mal der Stage? Innovativ ist eine gute Atmosphäre auf jeden Fall. Macht in Free for All schon Spaß durch die Lava und wenn man sich da um diese Kapsel kloppt. Aber, naja, es ist ein Hauch zu krass, finde ich. Dann gebe ich der Stage nur eine Werte von einer 3+. Ja, ich finde es echt ein bisschen zu krass. Das Grundgerüst wäre echt cool gewesen. Man müsste hier zwei Optionen haben. Einmal mit Hazards, mit der Lava. Oder nur das Grundgerüst. Aber es ist nicht gegeben. Nur halt dann die Omega Stage. Die wir natürlich noch zocken werden. Aber die gibt es ja bei jeder Stage. Ja, das war alles, was man zu der Stage sagen kann. Versuchen wir es jetzt hier zu gewinnen. Sieht ja allmählich noch ganz gut aus. Fuck, schade. Zelda gegen Sheik, das Duell. Mein Sheik schon lange nicht mehr gespielt, man merkt das. Na, komme ich noch rein? Jo. Okay, okay, okay. Und da kloppt man sich hier drin auch noch. Das ist auch ziemlich dumm. Ihr könnt die Needles in Flug aufladen und das durch ein Air-Dodge canceln. Das heißt, der Luft ist in Sicherheit ist, kann man eigentlich immer Needles aufladen. So nutzt man seine Zeit gut. Gucken, ob ich hier was reiße noch. Na gut, die hat nur ein Leben. Verlieren werde ich auf jeden Fall nicht. Oh, oh! Alter! Ja gut, man kann es auch spot-dodgen. Oder mit einer Rolle halt. Okay. Tot. Nee, doch noch nicht.
Ja, Zelda ist einfach kacke. Sheik ist nicht, wird nämlich schwer. Das war's. Ach, komm schon, ey. Na gut, wir kommen ja jetzt noch hier in der Challenge. Versuche ich's mal mit Sheik, die ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Das hat man echt gemerkt. Scheiße, ich muss mal wieder Sheik üben. Ich möchte nicht, dass ich die nicht mehr spielen kann. Bin ich schon wahnsinnig schlecht geworden. Gott, die war so gut. Ah, ich habe einfach viel zu viel Chars, die mir zu viel Spaß machen. Gut. Wir kämpfen natürlich jetzt gegen die Samus Amiibo. Das ist kein Geheimnis mehr. Ich habe es im letzten Part schon gesagt. Und ja, eine kurze Werbepause. Bis gleich. So, die Samus Amiibo ist da. Samus. Dark Samus mache ich natürlich. Sorry, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. So, Omega-Version. Not fair. This stage is not fair. Okay, let's go. Jetzt muss ich besser spielen als eben. Dann kriegen wir es hin. Sehr konzentriert sein bei Sheik. Ziemlich schwierig zu spielen ist. Sie hat einen Custom-Move mit die schnellen Raketen. Meine Sheik ist back! Geht doch! Okay. Wuss! Wuss! Zwei Treffer, 52%. Betrug! This is not fair! Ja, because it's not fair. Lol. Okay, der Witz war echt nicht so schlecht, aber das ist ja echt krass. Wie viele Angriffsrunden hat die Alte denn drin, ey? Ja, jetzt rollst du mal nicht, ne? Die ganze Zeit nur am Rollen, aber dann nicht. Dann nicht, ne? Wenn ich mal will, dass du rollst. Yes. Reicht aber noch nicht. Das ist eine Kombo, die ich vor Leid im besten deutschen Schwiegspieler, wie ich finde, beim Argon-Turnier gesehen habe. Nach dem Turnier natürlich auch geübt habe. Danach ein Patch 1.06. Sheik echt Killprobleme, selbst mit dieser Kombo. Aber es ist die beste Option. Ich sag's euch. Das war's. Ja, es liegt daran, weil ich Didi-Mainer bin hier. Normalerweise ist es besser bei Low-Prozenten Forward-Throw into Bouncing Fish. Meine Sheik ist wieder da, Freunde. Ist vielleicht nicht die beste Sheik, aber sie ist wieder da. Das eben war ein Witz. Besser will ich die auch gar nicht spielen können. Es reicht mir schon, so ist okay. Oh, es war auch eine Custom Ability. Ich ziehe die Samus hier richtig ab. Klar, Sheik ist auch ein bisschen zu schnell für Samus. Weil wenn Samus mehr die Neutral Air benutzen würde, hätte sie vielleicht eine Chance, weil Neutral Air von Samus ist saugut. Kann man auch nicht punishen den Bouncing Fish, wenn er Schild trifft. So geil. Zum Aufladen, Unterbrechen natürlich immer die Needles schön benutzen. Ach du Scheiße, aber ich glaube, ihre Grabs killen nicht. Ne. Nicht mal mit Rage. Das ist sowas, was man als Sheik-Spieler
Und... What the fuck? Mal Cheek-Spieler unbedingt drauf haben muss, die schnelle Gameplay. Dies hier. Sonst kannst du es vergessen. Und jetzt will ich meinen Up-Throw into Up-Jam. Oh, Alter. Alter, ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Hat man dir das Förmchen weggenommen oder was? Da ist die Neutral Air. Jetzt hat es nicht connected. Na super. Yes! Ungeplant, aber geil. Ach Quatsch, war natürlich so geplant. Ich dachte, ich hätte den Grab bekommen. Nö, 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 nö. Du hast den nicht bekommen. Du bist scheiße. Wenn ich hier nicht meinen Grab am Anfang kriege, dann habe ich echt Probleme. Ich rede jetzt auch natürlich immer wieder dazwischen. Ihr merkt das, ne? Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Ich weiß, was sie will. Ihr scheiß Neutral B will sie machen. Mega Plasmaschuss. Das ist die Neutral Air. Genau das, was ich angesprochen habe, Freunde. Du hast öfter mal jetzt auch eine Chance, die gute Samus. Ich meine, so hat es auch eine Chance, weil es ein Amiibo ist und so viel Schaden macht. Aber ihr wisst, was ich meine. Schönes Mix-up. Rechnen die Gegner nicht mit, wenn ihr nur mal diese Front-Airs oder Neutral-Airs spammt. Ja! Ist klar. Das war komisch. Schade. Reicht's? Was? Wir haben jetzt Zeit? Laber doch nicht. Ach komm schon. Wieso habe ich denn mit einer Zeit hier eingestellt? Ja toll. Wer hier gewinnt, kann echt stolz sein. Normalerweise hätte ich gewonnen im Turnier. Weil ich hatte weniger Prozente. Wenn gewinnt, dann muss man hier automatisch runterjumpen. Ja. Genau deswegen wird, ja. Super Samus, du kannst stolz auf diesen Sieg sein. Deswegen wird Sun Devil in Turnieren nie gespielt, wegen so ein Bullshit. Ah, okay. Ich habe gewonnen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wieso ich hier eine Zeit eingestellt habe, weil ich vielleicht vorher noch mit einem Kumpel Online-Matches gemacht habe. Na egal, für mich ist es auf jeden Fall klarer Sieg. Schön gespielt von Sheik. Von mir. Lol. Aber das war echt nicht fair.
Because it was nor fair. Okay, guter Witz nur am Ende, aber bin jetzt schon ein bisschen salty. Ja, ihr habt's gesehen, dass ich Sheik wieder spielen kann. Es ging. Im 1 gegen 1 bin ich besser mit Sheik. Gut. Das war nor fair. Ich weiß gar nicht, was kommt denn als nächstes? Glurak! Ike! Natürlich, ich als Ike Pro. Hust, hust. F-Zero! Oh! Fuck! Die Captain Falcon Amiibo ist so overpowered. Einmal der stärksten Amiibos. Da können wir uns auf was gefasst machen. Muss ich dann echt wieder die spielen? Ne, ich will nicht immer die spielen. Vielleicht Zanek. Ah, könnte mal probieren. Na, wobei, der hat auch wieder das perfekte explosive Schild. Wario vielleicht. Wir werden sehen, Freunde. Daumen hoch, falls euch das hier gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und schauen. Danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein.